Nach einer Entführung, wie sie nur in einem späte 70er Jahre Alien-Horrorfilm dargestellt werden könnte, entsteigen wir einer Fabrik, die ich nicht in Worte fassen kann, um in der Auffangstation für andere Aliens mit diesem Gesicht zu landen. Herzlich willkommen zurück bei Half-Life. Ja, ich denke, das fasst die letzte Folge mehr oder weniger gut zusammen. Wir sind, was Munition angeht, relativ spärlich ausgestattet tatsächlich. Es sind 5 Schuss, die wir hier noch haben, plus ein bisschen Sprengbomben. So nennt man das in Fachkreisen, ein bisschen Sprengbomben. Und das haben wir gemacht und wir haben uns aus dem Käfig befreit. Gespannt, wie es weitergeht und ob die 5 Schuss überhaupt reichen. Bedrohliche Musik. Ich höre da noch was. Oh. Oh nein. Bitte nicht da rauskommen. Was ist denn das? Oh, das hätte ich nie machen sollen. Das war so klar. 5 Schuss. Meint ihr, das passt? Überhaupt gar kein Problem. T-Bang. Ist wichtig. Man muss ja Dominanz zeigen. Was hat der da für eine... Das war eine sehr hochpolierte Rüstung, meine Güte. Müssen wir es kaputt machen? Okay, alles klar. Er wäre also so oder so rausgekommen. Jetzt haben wir aber nur noch 2 Schuss. Können wir bitte irgendeine... Bitte Munition? Hier da hinten gibt es schon mal HP, das ist gut. Hier sind Headcrabs drin, die werden auch gleich auf jeden Fall freigesetzt. Ich drücke den Knopf mal nicht. Aus Gründen. Nochmal. Ist da irgendwie Munition drin? Macht es Sinn, die rauszulassen? Nö. Vielleicht werden die aber auch zerquetscht. Ich speichere mal und dann gucken wir. Warum denn nicht? Wir finden das jetzt gemeinsam raus. Ich habe ein bisschen Mitleid. Oh nein! Oh Gott. Ach nee, sie sind tot. Ich dachte ganz kurz... Alter, was war denn... Hätten wir diesen Dickmann hier reinlocken können? Oh, jetzt, wir haben noch eine Waffe. Oh, Gott sei Dank. Hätten wir den Dickmann hier rein? Wahrscheinlich, ne? Und dann hätten wir das aktivieren können. Der findet uns nicht. Naja, hinterher ist man immer klüger. Wir speichern mal. Hey, das bringt nichts da oben. Ist alles abgeriegelt. Der einzige Weg, hier rauszukommen, wäre, jemanden zu finden, der eine Berechtigung für den Scanner hat, mit dem die vordere Tür aufgeht. Ich bin ziemlich sicher, dass sich in den Labors ein paar Wissenschaftler verstecken. Ja. Wenn wir bald auf die Suche gehen, können wir sie vielleicht finden und dazu bringen, uns rauszulassen. Ja, dann komm doch mal mit. Ich werde Deckung geben. Wunderbar. Wieso steht denn der hier eigentlich und wurde nicht behelligt von dem Soldaten? Ich habe das Gefühl, er spielt ein falsches Spiel. Mein Gott, musst du so früh anfangen zu schießen? Wir hätten auch kurz das Überraschungsmoment nutzen können. Oh, jetzt muss ich mich... Komm, ich kämpfe mich da mal durch. Oh. Fehler wurden gemacht. Musste nur kurz die Munition einsammeln. Wir hatten hier eine Granate geworfen. Alle tot? Und natürlich bleiben wieder nur wir übrig. Warum werden wir nicht mit dem süßen Tod? Warum? Lass es doch einfach zu Ende sein. Nein, das wäre zu leicht. Wir müssen das Ganze, wir müssen es eindämmen. Es ist nicht unsere Schuld, aber wir müssen es eindämmen. Ich glaube zumindest, dass es nicht unsere Schuld ist. Also ich habe nur ein Knöpfchen gedrückt und da war noch alles gut. Ging da jetzt gerade nochmal der Sound so ab? HP voll machen. Also wenn wir nicht so wenig Munition hätten, wobei, warte mal, hier haben wir jetzt ein paar Schuss, Schrotflinte. Ja, doch, das sah schon mal schlimmer aus. Avoid motion while retinal scan is in progress.
Gut, das war vorhersehbar. Okay, wir müssen die Augen eines Wissenschaftlers besorgen. Da waren wir auch eben. Okay, wir müssen einmal oben rum wahrscheinlich. Weil wieder die aussieht. Na gut. Ich lehne mich in Half-Life immer richtig mit, wenn es um eine Kurve geht. Okay, da ist schon wieder so ein Turbolaser. Ich habe eine Idee. Ich höre sie doch schon. Oder? Warte mal. Macht ja wenig Sinn. Oh, was können wir denn hier für einen Knopf drücken? Ja, warte. Drück die Knöpfchen! Ist da eine Scheibe überhaupt drin hier vorne? Ja, ne? Weiß nicht, ob das so clever ist. Also, der lebt noch. Mein Gott, ich habe gerade noch gesagt, da ist eine Scheibe drin. Aber ich glaube grundsätzlich... Oh, Jemine! Warte, wir können das ja einfach nochmal aktivieren. Kommt mal her! Du auch. Und du auch, bitte. Ja, so ist gut. Wunderbar. Alle einmal sammeln. So ist gut. Und Abflug. Ach, das ist ein bisschen süß mit ihren kleinen Ärmchen, oder? Naja. Was soll ich machen? Das sind Headcrabs. Die müssen weg. Alter, das spratzt aber auch immer. Ja. Sehr schön. So hat das auszusehen. Können wir das als Waffe haben, den Laser? Das wäre super. Warum macht er nichts? Bist du ein Lieber? Hallo? Was? Was wie was? Na, jetzt steck da nicht so den Finger. Was ist das? Warum habe ich denn... Ist das ein Headcrab zum Werfen? Das muss ich sofort ausprobieren. Oh, nein, sie haben ihn getötet! Joachim! Ich hatte eine emotionale Bindung zu ihm. Er ist der Einzige, der überlebt hat aus seinem Wurf. Er war der Letzte! Arschloch! Och Mann, ich hätte gern gewusst, was Joachim macht. Hier können wir durch. Wir gehen erstmal noch den linken Weg. Boah, ich finde es immer ganz schrecklich in Spielen. Wenn man... hier sind wir. Okay. Genau das nämlich, dass man weiß, so, wir haben die Wege erkundet, jetzt können wir uns wieder dem Main-Weg zuwenden. So, dann haben wir hier. Will ich das wegschießen? Boah, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch was Gutes, ne? Wer weiß, was da hinten rauskommt. Was ist denn das überhaupt? Offensichtlich ein Biohazard. Natürlich. Und hier liegen... Warum liegen sie hier schon? Weiß ich nicht. Warum möchte ich hier oben sein? Ich glaube, ich muss die Laser wegmachen, ne? Geht da nochmal. Also irgendwas müssen wir in dem Raum ja machen. Ja, ist ja, oh mein Gott, diese Anzugstimme. Deswegen war die auch, glaube ich, am Anfang so leise, aber ich will die dann auch irgendwie hören. Na komm. Ach, oh Gott. Hilfe. Nein, das war falsch. Die sich gerade gegenseitig umgebracht? Verdammt. Ja, ja, geh da durch. Na komm.
Hey, wieso bist du denn jetzt weggegangen? Hallo? Ja, voll. Nee, nicht schießen. Du sagst. Oh Gott. Ich muss hier. Schießt er mit Fliegen? Jetzt mach doch mal einen Schritt um die Ecke. Ich bin hier. Mein Plan geht nicht auf. Die kann ich nicht wieder mitnehmen, ne? Das hatten wir schon. Hallo hier. Hier. Wer hätte das denn ahnen können? Warte, das machen wir mal. Ich habe da eine Idee. Wir wissen ja, wo die herkommen. Der da hinten ist relativ schnell gestorben. Das heißt. Oh. Na, der ist blöd. Das ist Kunst. Der Explosionsradius von den Dingern, ne? War das gut? Ja, die können rein. Wo bleiben denn die? Wo bleiben die krassen Boys? Hä? Warum kommen die denn jetzt nicht? Ach egal, ich hinterfrag das nicht. Ich nehme das einfach. Oh, Explosives. Okay, warte mal. Mein Gott. Selbst wenn man weiß, dass es explodiert, ne? Alles so gut. Überhaupt keine Ahnung, wo wir sind. Sind wir schon im Lambda-Komplex? Ja, ne? Was ist das denn? Und wieso hat das da so Schuriken? Was? Ist das hier? Ist das hier so eine Naruto-Trainingsanlage? Ihr kommt auf. Das war so klar. So, Jungs, kommt her. Einer nach dem anderen. Ne? Aber gut, so, da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Warum bin ich hier nochmal nicht lang gegangen? So, ja, warte mal. Das 100 Brunnen Headcrab dahinter. Oh, nee. Hätte schlimmer sein können. Was ist das hier? Das ist der Raum, in den ich nicht rein konnte. Sehe ich jetzt aber auch nicht die Lösung, wie ich da reinkomme. Egal, muss weitergehen. Immer vorwärts. Fortschritt. Ewiges Wachstum. Okay, sehr gut. Ich glaube, das ist der Gang aus der Mitte. Und jetzt kommen wir wieder ins, ja, in die Empfangshalle zurück. Gut. Aber mal schauen, was hier hinten durch den Gang ist. War das jetzt vor oder hinter mir? Wer hat hier die? Oh, scheiße, ich hätte einfach. Oh. Ich wollte gerade sagen, bekämpft euch mal untereinander. Ja, sehr gut. Hm. So mag ich das. Ja, jagt sie. Nein! Oh Gott. Einfach nur noch Hirnmasse. Ich war emotional invested. Mann, ich versuche hier. Ich war neugierig. Ich habe überlegt, ob ich den Knopf drücke. Jetzt drücke ich ihn erst recht. Ich muss eine Sache testen. Ist wichtig. Gut. Gut, 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 gut. Ich habe mir schon gedacht, dass es Schaden macht. Ich war mir nur nicht sicher, ob es uns sofort tötet.
Warum explodieren die denn nicht? Nahtwaffe? Finger weg, das ist ein Prototyp. Was? Mann, warum benutzen wir das Ding denn nicht? Es ist viel zu unzuverlässig. Hat die Tendenz zu überladen. Was soll das heißen? Was? Oh, um Himmels Willen, was ist denn hier los? Oh, hallo, wer bist du denn? 20 Schuss? Ich mach das mal an. Das da sieht irgendwie interessant aus mit diesen ominös roten. Muss ich da. Diese Action-Musik. Muss ich da mit der dicken Wumme. Was ist das für eine Wumme? Ich muss einmal kurz. Ah, die macht einen Laser. Okay. Ich bin gespannt. Wir haben nur 20 Schuss dafür. Aber die Musik gibt mir das Gefühl, dass ich jetzt alles schaffen kann. Außer diesen Knopf zu drücken. Da hört es dann auch schon wieder auf. Nicht durch. Ja, ich hab da hinten die Gegner. Warum? Um Himmels Willen, ist ja schon leer! Habe ich jetzt voll die gute. Habe ich voll die gute Waffe leer geschossen? Aber die sind auch schon alle. Das sprang ja auch an den Wänden rum, der Laser. Jetzt mal gucken, so, das geht jetzt bis hier. Sieht gut aus. Ach, der ist schon an der Laser, ja klar. Alles rein. Also die krasse Actionmusik kann jetzt auch wieder runterfahren. Wir haben die krasse Waffe nicht mehr. Warte mal. Das finde ich sehr suspekt, dass hier. Da ist doch irgendwas dahinter. Aber warte mal, wir haben jetzt alle Laser aktiviert. Ah, jetzt können wir das hier aktivieren. Ich verstehe. Okay, das ist ein Laser, durch den wir auf gar keinen Fall durchlaufen sollten. Ah, ja, warte mal. Do not obstruct laser shield. Ja, okay, ich verstehe. Also, nicht? Doch, natürlich. So, der kann da nicht runterfahren und der Laser grillt uns ein Loch in die Wand. Na los, tu es! Nice. Ja, da hinten auch nochmal direkt durch. Na komm! Hätte ich mir spektakulärer gewünscht, aber ich bin auch damit fein. Gott. Der sich teilweise an den Kisten kaputt prügelt, ne? Und dann ist nicht mal. Oh, hier sind wir. Ah, der Häckselraum. Holen Sie uns hier raus, bevor diese Militäridioten herausfinden, wo wir uns verstecken. Alle von uns haben eine Freigabe für den Retina-Scanner. Kommen Sie mit uns in die Lobby, dann können wir aus dem Labor wieder raus. Sie müssen aber zuerst die Medianheit abstellen. Peters hat sie eingeschaltet, aber ich fürchte, er hat nicht wieder bis hierher zurückgeschaltet. Okay, ich verstehe. Ich brauche also mindestens einen von denen, um die Tür zu öffnen. Und wir müssen da jetzt einfach auf die andere Seite. Das sollte doch easy sein, oder? Ist alles gut. Wir können. Mit meinem Gehirn und Ihren Muskeln werden wir. Also, ich hoffe, wirklich, genau. Sie wissen, was Sie da tun. Kommt mal mit. Aha. Alle da? Hey. Also, wenn schon, dann alle. Da wird jetzt hier keine Ausnahme gemacht. Weiter gehe ich nicht. Da kann ich nur zwei mit dabei haben. Ich werde hier bleiben und auf meine Kollegen warten. Ja, dann kommt halt nur einer raus. Mein Gott.
Wie ihr wollt. Wo war denn der? Ja, das ist richtig. Wunderbar. Direkt gefunden. Eugene! Ach, Mensch. Schon gut. Sie werden nicht einmal merken, dass ich hier bin. Ja, komm. Leg einen Schritt zu. Die haben auch immer die Ruhe weg, ne? Unglaublich. Ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Schritt weiterzugehen. Hör mal, Kollege, da sind noch zwei andere. Ich könnte hier jetzt abknallen. Nein, also, bleib hier. Du bist mein Emotional Support Wissenschaftler. Vorsichtig, Mann. Ich habe Zivilisten dabei. Bin ich nicht selber Zivilist? Jetzt nicht mehr. So, hier, mach mal da. Ja? Na bitte, geht doch. Gut, ich lasse es hier raus, aber ich fange mit. Außen ist die Hölle los. Das Militär hat komplett die Kontrolle übernommen. Sie müssen sich von einer Seite zur anderen schleichen und durchkämpfen. Und ich glaube nicht, dass sie dabei viele Leute treffen, die auf unserer Seite stehen. Falls sie das Ganze aber tatsächlich überleben und es schaffen sollten, die gesamte Basis zu durchqueren, kommen sie in den Lambda-Komplex, wo der Rest des Wissenschaftlerteams Zuflucht gesucht hat. Ich selbst würde da nicht rausgehen, aber ich lasse die Kollegen wissen, dass sie auf dem Weg sind. Wie er schon losläuft, während er noch redet. Schleichen vor allem. Ich gebe zu, ich habe kurz überlegt, ob ich ihn erschieße, aber das schien mir doch eine sehr kaltblütige Tat. Das ist ja wieder Eingang zu Ikea. Oh, Junge! Lass uns Teelichter kaufen. Ach du Scheiße. Alles gut. Der, das Ding brauche ich nicht. Mach mal tatsächlich. Hab ich keine Granate? Mach mal nochmal so. Kurz mal speichern und dann laufen wir einfach weg vor dem Geschütz. Oh Gott. Das hat aber trotzdem noch nicht gesessen. Ah, wie geht's? Schöne Sachen. Herrlich. Oberflächenspalten. Das ist aber eine stressige Tür. Hat der die Tür einfach hinter mir zugemacht? Leichter Stress. Ich war in Panik, dass die irgendwie die Fässer unterwegs treffen und dann ist hier zappenduster. Und ja, ich hätte auch selber drauf schießen können, aber dann dachte ich mir, da bringe ich mich nur selber um. Wo ist der Hubschraubschraub? Ach du. Oh, um Himmels Willen. Scheiße. Das hat ja. Automatische Medizinsysteme aktiviert. Morphin. Wartet der da jetzt? Ich versuch mein Glück. Oh Gott! Ja, okay, das war vorhersehbar. Aber jetzt können wir ja. Boah, ist ja komplett in Stückchen. Heieiei. Hätte ich ein Gewissen, dann wäre es jetzt. Dann hätte ich jetzt ein schlechtes. Wer denn hier? So, wir speichern jetzt hier. Wie komme ich denn an dem Heli vorbei? So, da ist nichts. Schleichen, haben sie ja gesagt. Ah, ja, natürlich. Ich schleiche. Ich bin nahezu unsichtbar. Das war kein ernsthafter Versuch, okay? Das war ein Gag. Ja, ist schon eine krasse Kanone. Ich glaube, wir müssen rüberlaufen. Das
Problem ist halt, warte, kriegen wir den von hier? So sieht das aus, wenn jemand Aimbot hat, übrigens. Oh mein Gott! Okay, das ist... Will ich speichern? Ja, komm, ich mach's einfach. Aber was mache ich mit dem Helikopter? Oh, natürlich! Oh, Scheiße. Nee, das geht so nicht. Ich lade noch mal. Ich hab kurz gedacht, es gibt keinen Sound mehr. Wir lassen den jetzt wieder zurückfliegen. Und während der fliegt und wir den Rücken haben, also den Rücken haben, während wir in seinem Rücken sind... Nee, das funktioniert jetzt noch nicht. Lauf! Oh Gott! Scheiße! Hätte ich oben? Hätte ich ins Wasser springen müssen? Ach, scheiße. Das ist ja... Ah, ja, okay. Aber ja, wahrscheinlich schon. Es wurde ja auch die Brücke gesprengt. Ich versuch's mal. So, ja, ich weiß, da ist ein Schwimmheini drin. Aber der ist mir jetzt gerade egal. Komm, wir sind hier beide, wir sitzen im selben Boot, ja? Der Heli will uns beide umbringen. Jetzt nichts wie hier hoch. Oh! Okay, so. So. Ich gucke jetzt gleich mal, was das Knöpfchen überhaupt gemacht hat. Turbinen. Was bedeutet das? Wo sind diese Turbinen? Gehen wir jetzt hier unten irgendwie durch, oder was? Nee, das gefällt mir gar nicht. Na, Mensch! Nee! Och, Mensch! Aber gut, wir wissen, was wir machen müssen. Wir müssen auf jeden Fall in diesen Turm. Die Frage ist halt nur... Ich lasse den noch einmal zurückfliegen. Was wir dadurch bekommen, dass wir die Turbinen öffnen? Ich wette, es ist irgendwas in dem... In dem Teich. In dem Teich vor allem. Also, wo drehen sich denn hier... Bleib lieb. So, speichern erstmal. So, Turbinen aus. Speichern nochmal. Wir gehen ins Wasser. Wir schauen uns jetzt mal um. Turbinen. Hier ist... Ah, guck mal. Nein, jetzt nicht. Scheiße. Sauerstoff. Weg da. Scheiße. Muss länger Luft holen. Hole Luft. Oh, Luft! Größere Fleischwunde. Oh Gott, dieser Stress. Oh nein, das ist wieder zu. Aua! Okay. Ist das alles in Hängen? Wir machen das jetzt einfach entspannter. Wir lehnen uns nochmal zurück. Warten nochmal kurz. Der Helikopter ballert wild rum. Vielleicht tötet er ja den Heini im Wasser für uns. Ich glaube halt, dass der noch da ist. Ich traue mich aber auch nicht nachzugucken. Aber wir hören ihn nicht mehr. Wir haben den eben noch oben im Turm gehört, oder? Nee, der ballert da noch drauf. Was soll's, wir müssen da rein. Aber... Och, Mensch.
Mensch! Lass mich in Ruhe! Furchtbar! Ich treffe ihn nicht! So, der ist tot. Wir gehen tauchen. Und jetzt ohne Probleme. Aber Sauerstoff ist trotzdem knapp. Muss ich denn... Ja, ah, okay. Ich hänge. Hallo? Hallo? Okay. Nö. Gott, das ist alles so umständlich. Ich will das einsammeln. Geht doch. Meine Güte. Ich speichere jetzt, auch wenn wir niedrige HP haben. Wichtig, immer tauchen bei solchen Manövern. Okay, jetzt sind wir los. Gehen wir hier durch? Okay, nee, wir müssen rüber. Puh. Das ist aber auch wild. Na. Ist das diese Qualitätskontrolle? Ach, Leute, die über so Kleinigkeiten meckern. Ach, das kann ja drin stehen. So, warte mal. Erstmal orientieren. Haben wir hier mal... Ja, ein bisschen Lasersachen. Das glaube ich schon mal ganz gut. Super wichtig, super wichtig. Oh, jetzt geht's wieder richtig gut. Aber. Korrekt. Aber hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Bisschen Angst. Okay, nee, jetzt ist aber richtig. Helikopterverfolgung, sagt ihr. Aber vorne ist Strom drauf. Was machen wir da? Meint ihr, den können wir durchlasern? So einmal. So muss denn der da jetzt stehen bleiben? Flieg weg. Oh. Okay, wir versuchen das mal. Muss er das kaputt schießen? Ach nee. Manchmal so einfach sein. Storm Drain Hatch. Ah ja. Ja, ich. Immer. Wow, was? Ich geh rein. Sehen. Hat eine Granate geworfen, der Arsch. Alter, direkt vor die Nase. 3 HP. Oh Gott. Ey, selbst wenn wir das jetzt schaffen. Das wird jetzt durchgezogen. Hier rein. Ich geh einfach rein. Sollen die zu mir kommen? Alter, da kam nur noch das Gesicht angeflogen. Oh mein Gott. Das haben wir jetzt... Warte mal, ich speichere nochmal. Wo ist denn das jetzt unten, das Ding? Oh Gott. Wollen wir nicht hin? Hier, mein kleines Kabuff. Hat ja mit dem Pfeil hier in die Richtung gezeigt. Oder müssen wir jetzt nochmal zurück? Oh,
Bomb Drain Hedge. Ist ja eigentlich in die Richtung, ne? Wir haben es ja schon geöffnet. Oder... Hat sie jetzt hier was getan? Das... Oh, hallo. Dame Kleine. Oh ne, guck mal, hier geht's ja auch noch lang. Mein Gott, wie viele Wege haben wir denn hier? Weg! Furchtbar! Jetzt graben die sich hier auch noch im Sand ein. Und der Heli ist immer noch da. Hallo? Mayday, Mayday! Black Hawk down! Oh Gott! Ah, warte mal, aber die sind blind. Die sind blind, haben wir gelernt. Das, ah, da. Nehmen wir es mal weg. Ich muss mich hier mal verstecken. Das hat... Jetzt halt mal hier die... Die Schnute. Also, wir haben aber keinen Laser. Das heißt aber... Ja, tatsächlich. Guck mal, der kriegt nicht mit. Nur Angst vor dem Helikopter. Guck mal, der kriegt nicht mit, wo wir sind. Oh, ist das super geil. Oh, der schießt den sogar kaputt. Das ist ja noch viel besser. Danke, Helikopter. Richtige Helikoptereltern. So. Nein, da kam ich ja her. Oh Gott. Ich tröte. Scheiße, ich dachte, das ist super clever. Ja, nee, ist klar. Helikoptermann. Das nicht. Einfach. Nee, 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 du siehst mich. Ich schleiche hier ganz. Ganz leise vorbei. Danke. Ja, an dem will ich jetzt noch vorbeikommen. Helikopter? Ganz ruhig. Du siehst mich nicht. Nein, nein, nein. Du hast keine Ahnung, dass ich hier bin. Aber krass, wieso ist der Helikopter jetzt weg? Ist das so ein... Dass das Spiel mitbekommt, dass man mit der Situation nicht klarkommt und sagt dann einfach, ja gut. Dann machen wir's raus. Daneben. So, wir gehen jetzt einfach hier hinten. Wo will ich denn hin? Keine Ahnung, wo wir sind. Ich bin mir auch unschlüssig, wo ich hin soll. Ich mach mal kurz die Headcrabs kaputt, die nerven. Kann ich mich auch laut bewegen, dann wird er jetzt eh wissen, wo wir sind. Okay, so. Headcrabs weg. Er hat keine Ahnung, wo wir sind. Da komme ich her aus dem Eck. Hier oben? Ah, guck mal, hier geht's runter. Ach du Ma... Oh Gott, nein, Minen. Kann ich hier bitte durch? Speichern aber erstmal. Oh Gott. Oh Gott, wieso? Oh nein. Ja, aber warte mal, wenn da auch ein Minenschild ist. Ich wollte gerade sagen. Also solange der Headcrab sich da durchbuddelt, kann da ja keine Mine sein. Aha. Oh, wo geht's hier hin? Sind wir hier? Ist das richtig? Ist das gut? Nee. Was? Wie? Hä? Nein, der Helikopter ist wieder da. Nein. Warte mal, geht's hier dann auch irgendwie weiter, was ich noch nicht gesehen habe? Nee, hier ist definitiv Schicht im Schacht. Ne, das ist ja schön scheiße gelaufen. Ja, warte mal. Dann gehen wir da jetzt direkt mal weiter. Speichern hier nochmal.
Wir bleiben hier einfach am Rand. Hoffentlich weichen wir den Minen aus. Das haben wir, glaube ich, geöffnet mit... mit dem Ventil. Oh, um Himmels Willen. Das ist ja scheiße. Können wir da dann selber drauf schießen? Kommen wir denn jetzt... Können wir den Stacheldraht wegprügeln? Ey, schieß mal hier! Machen wir hier Bum-Bum! Warte mal. Aber die Mine hätte ja schon längst... Wir können da rüber springen. Ja, wir können von hier... Oh, Mine! Hilfe! Leiter, alles gut. Keine Sorge, ich bin die Ruhe. In Person. Das zeitlich begrenzt. Ich krieg zu viel. Gut. Das machen wir jetzt noch. Das wird durchgezogen. Wir gehen hier durch, das kennen wir ja alles. Schnurstracks hier rüber. Warum auch immer der hier die... Nee. Da was falsch gesehen? Hab ich jetzt geladen, ohne dass ich hätte laden müssen? Ach, guck. Oh, direkt getroffen! Mach nochmal eine Speicherung. Müssen wir vielleicht hier hinten noch was aktivieren? Aber warte mal, hier sind bestimmt Minen, oder? Nee? Wir springen da jetzt mal rein. So, mit der Leiter runter. Was soll ich sagen, ne? Manche kannst du kaputt machen, manche nicht. Ich hätte es einfach ausprobieren sollen. Mein Fehler, aber wir haben es ja geschafft. Wir haben es ja geschafft. Und hoffentlich kommen wir so in den Lambda-Komplex. Alter! Das ist gerade der Half-Life-Soundtrack. Das ist ja super geil. Also, tut mir leid, aber das ist der perfekte Cliffhanger. Und mit der Aussicht, offensichtlich sind hier auch noch Kampfjets unterwegs, das... Es spitzt sich zu. Ob wir es in den Lambda-Komplex schaffen, ob wir vielleicht sogar schon da sind? Wahrscheinlich noch nicht, wir sind... So halbe Strecke vielleicht. Maximal. Aber ob wir in der nächsten Folge ankommen, das können wir halt nur in der nächsten Folge sehen. Deswegen macht's gut. Wir sehen uns.